Hallo Welt, da sind wir wieder, hier am Bahnhof Sutton. Ach, und wir würden so gerne alles Mögliche an Zeug noch mitnehmen. Unsere Lagerkiste ist wieder voll und unser Inventar ist ebenfalls voll. Ja, da kann man nichts machen. Wir haben extra aufgepasst diesmal und es sah ganz gut aus, bis wir, bis zu 700, ich schätze mal so ab 795. Da wurde uns klar, dass die Lagerkiste auch nicht größer wird. 795 Pfund hatten wir da drin und bis dahin hat alles so funktioniert. Wir konnten immer alles da reinschmeißen in die Lagerkiste. Und peng, auf einmal 800 erreicht und nichts geht mehr. Schade. Und jetzt haben wir das gleiche Problem wie schon vor vielen, vielen Folgen. Wir rennen eigentlich nur noch herum, um das gute Zeug, das wir mühsam gesammelt haben, damit wir das irgendwie loswerden, damit vielleicht da werden. Wo verbraucht man denn bitte schön so viel Munition? Wir werden gleich ein bisschen Munition da unten auf die Straße schmeißen. Verbraucht man doch nie, meine ich. Und wir haben diesen Perk genommen, mit dem man mehr Munition findet. Naja gut, wenn es jetzt Munition wäre, die wir wirklich gebrauchen könnten. Hey, da sind welche. Dann wäre das ja okay. Aber es ist Munition, die wir nicht unbedingt so oft brauchen. 38er könnte man gut verkaufen, 44er. Und viel zu viel von der Munition, die wir sonst so haben. Mini-Atombomben. Wiegen total viel. Ja, der braucht ja, bis er aufsteht, oder? Und was machen wir gleich? Natürlich sammeln wir alles ein, was wir da jetzt rausgeholt haben, was wir da rausholen. Und das können wir ja dann vielleicht irgendwie verwerten. Das ist nämlich auch noch ein Punkt. Irgendwie kommen wir gar nicht weiter mit unseren Atomen. Oder meine ich das etwa nur? Klappt doch. Doch. Wer schießt? Ja, auf uns schießen sie nicht. Wir sind zu weit weg. Das kann er. Komm schon. Egal.
Zusammen, immer zusammen. Echt jetzt? Zusammen? Meint ihr das im Ernst? Alle hier! Aua! Ey! Tat weh? Ein bisschen, habe ich mich erschreckt. Ja, ja, ja. Ach, hier war doch einer an der Treppe. Da ist er ja auch. Ja? Was? Was, wo? Wo bist du? Zeig dich. Ach, da drinnen. Wie war das mit dem Überladensein? Ja, wir bekommen Atome, wenn wir Challenges abschließen. Und die Challenges, die am nächsten liegen, das sind die Challenges für die Waffen- und Rüstungsverwertung. So, für die anderen brauchen wir ewig, um die abzuschließen. Finde 7600 Holz im Wald oder so. Oder Kronkorken, genau. Im Wald? Ich habe hier nicht mal... Das ist doch kein Wald. Ja, der ist woanders. Da waren wir schon. Und das war's. Ja, toll. Wow. Das ist ja im Moment. Technische Daten stehlen schon wieder. Wir haben doch hier was zum Wegwerfen. Nicht viel, aber dafür wenig. Mini-Atombomben. Ich kann mich davon nicht trennen. Ach, ja, richtig. Wir sind ja schon unsere ganzen Notizen losgeworden. Die liegen da auf irgendeiner... In irgendeiner Welt liegen sie rum. Also die ganzen nicht, aber die, die wir dabei haben, die wir verschenken wollten. Boah, gruselig. Friendly, Wilfred. Hallo, kann man ja wenigstens mal winken. Hey, perfekt.
Wie, geht's etwa schon los? Nein, ich glaube nicht. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Da können wir bestimmt noch ein bisschen Gepäck mitnehmen. Ein bisschen was zu trinken zum Beispiel. Der war aber freundlich. Oh nein, ab ins Wasser mit uns. Wow. Echt jetzt 3 nur? Dann lohnt sich das ja gar nicht, die Dinger herzustellen. Aber vielleicht geht das schneller, dass die schneller Wasser herstellen als die anderen. Aber bei den anderen geht das schon ganz schnell, finde ich. Und vor allem, was für ein Aufwand das war, hier alles runterzubauen, bräuchte man ja eigentlich nicht. Und jetzt, und jetzt, und jetzt. Vielleicht bauen wir hier oben noch so einen Pfosten dran. Ich meine, das bringt jetzt auch nicht wirklich viel. Also wir werden da nicht super viel von unserem Zeug los. Was qualmt denn da oben eigentlich? Was haben wir da oben stehen, was so qualmt? Habt ihr das gerade gesehen, wie das hier gequalmt hat? Treppen. Oh, passt doch. Nichts leer geworden hier drin. Das haben wir direkt aus unserem Inventar genommen. Gar nicht aus der Lagerkiste. 44 müssen wir noch loswerden. Wie schaffen wir das? Ach so, was hat denn da oben gequalmt gerade so? Verdächtig schwarz. Hier ist doch nichts, was qualmen kann. Irgendwie nein. Sollen wir noch ein paar Baupläne mitnehmen? Ein Gitarrenschwert. Können wir das Gitarrenschwert auch noch verbessern? Überhaupt nicht, nein. Macht sogar Musik ein bisschen. Ein bisschen leise, aber... Naja, man kann nicht alles haben. Was soll es denn auch machen? Eine Melodie spielen, während wir es benutzen? Geht ja auch nicht. Der Ort ist leer gefegt. Niemand ist hier. Doch, da ist jemand. Aha. Ach so. Mikwalfisch. Hallo. In der Stadt geht es zu viel. Man viele grüßt Besenstock. Sich. Besonders im Boden. Schwupp. Ist er auch überladen?
Vielleicht mag er ein paar Sachen haben. Na, bis wir das abgeladen haben, sind die Leute meistens weg. Grüezi! Unsere Würste hier sind alles andere als schwach auf der Brust. Bitte greifen Sie zu. Willkommen. Oh nein. Willkommen in Helvetia. Warum schießt er denn da drauf? So funktioniert das nicht. Die Feierlichkeiten noch vor. Aber kommen Sie bald her. Was können wir denn noch da reinschmeißen? Munition hatten wir doch vorhin. Ach, die liegt jetzt oben. Sie wird nicht enttäuscht sein, hoffe ich. Na, egal. Ach, wir lassen das da erstmal liegen. Ja? Vielleicht nimmt er sich das ja, wenn wir nicht gucken. Und wenn nicht, dann nehmen wir das Zeug halt wieder mit. Ach, das ist irgendwie mühselig, immer so überladen zu sein. Hier haben wir schon wieder was eingesammelt. Das geht überhaupt gar nicht. Das funktioniert gar nicht. Man ist total überladen. Hat das denn keiner gemerkt? In der Probe. Beim Probieren. Muss man doch gemerkt haben. Irgendwie ist man ständig überladen. Zu viel Zeug in der Welt. Kann man nichts machen, oder? Wir haben jetzt den Salat. Absolut. Absoluter Salat hier. Volle Kanne. Voll der Salat sogar. Wow. Bauen würde ich alles verbauen, damit wir Platz kriegen im Inventar. Geht aber nicht. Das Baubudget ist doch dann wieder irgendwann voll. Hat er nicht gefunden, die Tüte, oder? Ist ja auch nebelig. Ah, da muss schon was richtig Gutes drin sein. Sonst will das doch keiner. Oh, wenn ich daran denke. Naja. So Baupläne oder so, das ist okay, aber da so die Schrottmunition, da zack. Selbst der ist abgehauen. Dann nehmen wir sie eben selber wieder mit. Wenn die keiner will. Peng. Was soll's. Ah, Fastnacht. Meine Zeit des Schwelge zu einer Zeit des Nachts. Ja, aber nur fast. Das ist nicht unsere Tüte hier. Und was sollen wir noch tun? Irgendwo habe ich was gehört hier. Moment, was war das? Da ist ja jemand. Was hat er denn? Oh nee, wir gehen. Ich glaube, der will PvP machen und da geben wir ihm lieber jetzt kein Zeichen im Moment. Das war aber laut. Habt ihr das gehört? Bienenbox. Oh. Kupfer, wenn überhaupt, suchen wir Kupfer. Was machen wir bloß mit unserer Überladenheit, ja? Überladenheit. Wir sind doch irgendwie alles losgeworden. Nein, wir sind überhaupt nichts losgeworden. Wir waren lange nicht mehr drin und dann kam zwischenzeitlich ein Patch und wir haben 800 in die Lagerkiste stopfen können. Daher ging es uns etwas besser, kurzzeitig. Das hat aber nicht sehr lange gehalten. Ich weiß nicht. Zwei Aufnahmesitzungen. Zack. Keine Chance. Obwohl wir uns so eine Mühe gegeben haben.
Ach, Kupfer. Ja, aber wir können eh nichts tragen. Was machen wir bloß mit dem ganzen Zeug? Immer das Gleiche. Also, ich denke, ich werde jetzt erstmal für 2 Jahre hier kein Fallout 76 mehr spielen, weil da müssen erstmal jetzt 10 Patches rauskommen, damit wir wieder was in die Lagerkiste reinstopfen können. Vorher ergibt das wenig Sinn. Ja, oder was sollen wir machen? Unsere ganze Munition auf den Boden werfen? Es gibt ja, wenn das jemand annehmen würde. Aber das interessiert ja keinen. Die sind ja alle überladen. Die sind alle froh, wenn sie leer sind. Wir müssen uns echt hier von dem ganzen Rotz trennen. Hier, der eine Kumpel, der ist doch da Stufe 10. Vielleicht geben wir ihm die ganzen Sachen. Ja, aber wenn nicht, wenn er das nicht will, ja, dann lassen wir die ganzen Sachen eben da liegen. Aber man sieht, das bringt ja auch nicht viel. Ich meine, wenn man es lernt, dann wiegt es ja nichts mehr. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, oder? Ich verstehe es nicht. Was ist der tiefere Sinn dahinter? Ich finde das so sinnlos. Ich komme mir so irgendwie sinnlos, kommt mir das so alles vor. Notfallprotokolle, was ist das denn? Hat jemand doch so viel Munition gesammelt, habe ich gehört. Stunden über Stunden und dann wurde sein Account gesperrt. Wo hat er die Munition denn hingepackt, frage ich mich. Gerade. Das ist, jetzt haben wir 13 Pfund leer gekriegt. Das ist so gut wie gar nichts ist das. Das ist überhaupt nichts. Ja, mal sehen. Geräusche sind irgendwie viel lauter als sonst. Oder meine ich das nur? Die gute Munition werfen wir jetzt weg, die wir selber die ganze Zeit brauchen. Und die Munition, die wir nie gebrauchen, die lassen wir da drin liegen. Warum? Ja, weil wir wahrscheinlich die dann doch irgendwann nochmal brauchen, vielleicht. Oder wenn man so ein ganzes Paket bündeln könnte und das dann immer rauswerfen könnte. Das ginge ja auch noch vielleicht. Aber das machen wir ja auch immer einzeln alles. Da. Zack. Nehme sich, wer will. Und wir schmeißen unseren Schrott hier rein. Ist voll. Ist voll, steht da. Ist voll. Und wenn wir das hier machen, dann ist das gar nicht voll, seht ihr? Jetzt könnte es voll sein. Auch eigentlich geht das doch. Wenn man das einzeln da reinpackt, dann sieht das so aus, als würde das niemals voll werden.
Keramikschrott. Ach, da geht das Event los und wir sind überladen. Passt nichts. Gar nichts passt hier rein. Ja, das ist frustrierend. Für Sammler wie uns ist das äußerst frustrierend. Das muss ja nicht sein. Total voll ist das. So. Eindringlinge, angreifende Bienen haben die Stöcke geplündert und müssen vernichtet werden. Der Umzug kann erst nach erfolgter Vernichtung beginnen. Angreiferinformationen, ungewöhnlich große Biene, die weitere Bienen verschieben. Bedrohungsstufe. Oh. Bienen, die Bienen verschießen. Warum? Warum machen die das denn? Aua, Bienen. Oh nein, so viel Zeug und wir sind wieder überladen. Wir brauchen gar kein Bienenwachs, oder? Habe ich so den Eindruck. Ist dir noch einer oder bist du fertig? Ja, meine Kleinen, ich kann mit Bienen sprechen. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen süßen Honig machen. Sagt euren Eltern, sie sollen welche kaufen. Warum sind die eigentlich so aggressiv, wenn die nichts weitermachen, als Bienen zu verschießen? Oh, die Bienen können einen schubsen. Hört auf, ich bin doch kein Honig oder ich bin doch keine Blume. Hört sofort auf damit. Ruhe. Na, was haben wir denn noch? Die Bestien habe ich besiegt. Oder ist da noch eine? Es wurden scheinbar noch nicht alle Teilnehmer gefunden. Einer fehlt noch. Ergebnisse. Danke, Forschungsassistent. Der Bericht ist vollständig und bereit für Ihren Peer Review. Begebe mich zum Umzug. Was wäre fast Nacht ohne ein Feuer? Für die Fastnacht ist ein Feuer erforderlich. Für ein Feuer ist Holz erforderlich.
Bitte spenden Sie Holz. Bienenwachs. Was für ein wunderbarer Stapel für unseren Feuer erfüllt wurde. Helfen Sie mir. Väterchen fort. Bienenwachs sollen wir spenden. Irgendwie waren wir noch gar nicht fertig mit dir. Du läufst aber einfach weiter. Na, ja, schon passiert. Machen wir hier keine halben Sachen. Spring is springing, meine Kollegen. So spring right into our little celebration. Na, seid ihr alle schon fertig so? Ich bin voll überladen. Über. Oh, ein Bierkrug. Lecker. Ja, Santox. Früher wurden diese Masken von den Teilnehmern natürlich während des gesamten Fests getragen. Aber wir setzen sie erst kurz vor dem Umzug. Auf. Diese Einheit ist an der zugewiesenen Fortschrittsstartmarkierung vorstehen. Bitte außenhülle des laufenden Feuers gegen den festlichen den Weg. Also lassen Sie uns Fastnacht feiern. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die brauchen meine Hilfe nicht, oder? Wir können auch hier uns hinsetzen und Musik spielen. Spielen wir ein bisschen Gitarre. Da helfen wir den Leuten vielleicht mehr mit. So, ein bisschen Unterhaltung. Was wäre denn, wenn sich alle weigern, auf irgendwas zu schießen? Wir gucken einfach mal zu, was passiert, wenn man gar nichts macht. Wo hat denn der den Anzug her? Mit Fliege, ich möchte auch so einen Anzug.
Ach, wir bleiben hier und musizieren ein wenig. Ups, hoppla. Passt die Musik zusammen? Naja, wenn man so will, vielleicht. Sonst nein. Ein bisschen schon, ab und zu. Ich bin nochmal in guter Stimmung. Wow. Ja, ja, okay. Ich lass mich ja überreden. Wir gucken mal. Was passiert eigentlich, wenn wir gar nichts machen, so wie jetzt? Wir laufen einfach mit so ein bisschen. Das ist langweilig dann. Ja, die Belohnung bekommt man ja trotzdem, oder? Das ist doch immer so bei den Events hier. Ja, aber das macht keinen Spaß. Das macht viel mehr Spaß, wenn man damit ballert. Die optischen Sensoren dieser Oh, da seid ihr ja schon. Da, man kommt gar nicht zum Schuss. Zwei legendäre Sachen hat das Ding gefressen. Und wir haben es rausgepult. Oh yeah! Warum sind hier eigentlich so viele Verbrannte? Ihr gehört auf den Haufen da! Yeah.
Ach, hatten wir schon den Bauplan wahrscheinlich. Ich finde den jetzt nicht. Unser Inventar ist dermaßen voll. Ich finde gar nichts hier. So, und Karneval gibt es dann die passenden Outfits vielleicht dazu. Luftballonzerstörer. In die Luft schießen. Eisdreher. Irgendein Anschießer. Ein Töter. Wer ist denn Lonnie Russ? Wieso wird der denn jetzt gesucht? Das war doch hier was ganz anderes. Ich kann ihm nicht helfen. Der liegt einfach nur da. Ich frage mich, was ist hier los? Sinnlose Gewalt. Ist Gewalt jemals sinnfrei? Sinnvoll, meine ich. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Können wir dem wirklich nicht helfen? Was ist denn los mit dem? Bestimmt. Können wir den auch rüberziehen? Der braucht nur ein Stimpack vielleicht. Oh, er ist weg. Na dann. Nehmen wir das Stimpack für uns wieder mit. Als ob wir nicht schon genug mit uns rumschleppen. Bissiger Wolf. Hoppla. Doink. Ja, liebe Welt da draußen, wir haben Samstagnachmittag. Ich muss sagen, das ging heute Nacht so lustig ab. Das war richtig Partystimmung hier. Was hier los war, finde ich, haben wir ja aufgenommen in den letzten Folgen. Ihr wisst aber nicht, welche Folgen das waren. Ich schreib's dabei. Ich schreibe Partystimmung in den Titel und in die Videobeschreibung sowieso. Irgendwie so etwas in der Art. Ja, es sind wahrscheinlich die unterschiedlichen Uhrzeiten oder aber auch die unterschiedlichen Leute, die dabei sind. Es waren viele Leute, die alle mitgemacht haben, die alle richtig, weiß ich nicht, das sah spaßig aus. Jetzt ist das so, schon so ein bisschen einfach mitrennen. Naja, das liegt aber auch an mir wahrscheinlich, weil ich so ein bisschen müde bin. Ein bisschen. Okay, 24 Stunden haben wir noch nicht, aber schon sehr, sehr lange. Wir sind schon nah dran. Und das heißt für mich, nach dieser Folge, die ja schon wieder etwas länger ist, wie ich gerade sehe, nach dieser Folge geht's ab in die Falle. Und dann können wir auch diesen ganzen Klabberadatsch hier wieder mitnehmen. Den wollte eh keiner haben. Und da drüben war doch noch irgendwo ein Huhn. Na, das lassen wir da in Ruhe. Ja, machen wir Feierabend. Es ist, glaube ich, sowieso sinnvoller, sowas dann nachts zu machen. Wobei ich den Eindruck hatte, dass das gemischt war. Tja, zu spät jetzt. Jetzt habe ich es eingesammelt. Das packe ich nicht nochmal alles daraus, oder? Nö, der guckt ja auch gar nicht nach uns. Weiß ich nicht.
Der Eindruck war, wir haben ja den Sprachchat dann teilweise sogar angemacht. Der Eindruck war auf jeden Fall, dass das nicht alles dann Deutsche waren. Das war sehr gemischt, glaube ich. Ich glaube, einen Franzosen habe ich daraus gehört. Auf jeden Fall Englisch hat jemand gesprochen natürlich. Und naja, Deutsche waren auch dabei. Also es war sehr gemischt, aber es war sowas von witzig und ja. War nachher nicht mehr, tagsüber nicht jetzt, ne? Ah, wir haben wahrscheinlich da irgendwie so eine lustige Truppe da getroffen. Ja, ist gut möglich, ich glaube fast. So, was machen wir jetzt noch? Hier mal ins Horn blasen. Hey, spinnst du? Naja, ich gehe jetzt raus. Tagsüber sind nur so komische Leute hier irgendwie. Dann eben nicht. Bevor die mir wieder alles kaputt machen hier. Da sollte man auch wirklich was gegen tun. Ja, dann bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh nein, habe ich schon abmoderiert? Ja, dann sind wir aber auch am Ende der Folge. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.